Und für mich persönlich geiler ist der Urus. So. Da war ein Panzer. Panzer? Ich schwör, da war ein Panzer. 300, 302, 303. Sitzt alles? Ja, ich hoffe. Nee, ich meinte bei dir alles sitzt. Bei mir ist es eher flüssig. Sitzt aber richtig, du. Du, ich brauche ein bisschen größer. Heute habe ich ein Spielzeug für dich mitgebracht. Ja, das sieht ja mal du hast mich nämlich damals im Stich gelassen. Ach so, ich? Ja. Ich bin nämlich alleine nach Sardinien geflogen, weil du deinen Flug verpasst hast. Daran ist nur die Lufthansa schuld. Oder du hast einfach keinen Bock gehabt, mitzukommen mit mir. Oder das. Deswegen habe ich extra jetzt das Auto nochmal hierher geholt, damit wir jetzt gemeinsam aufreisen. Ach so, hast du selber aus Sardinien geholt? Ja. Ah, habe ich extra, bin ich rüber, habe ich mitgenommen, habe ich eingepackt. Ach, perfekt. Schon damals. Extra so. Für dich. So, Leute. Aston Martin DBX 707. Wir sind ja, beziehungsweise ich bin damals das Auto auf Sardinien gefahren. Und ich bin ohne jegliche Erwartungen an das Auto hingegangen. Ich habe nur im Vorhinein schon so gehört, das soll hier der Urus-Killer sein. Und ich sage euch eins. Ja, das ist für mich definitiv der Urus-Killer. Für mich persönlich das geilere Auto. Klar, wir brauchen nicht reden. Lamborghini ist Lamborghini. Urus, geiles Teil. Aber hier DBX 707 ist für mich auf der einen Seite extrem komfortabel, elegant vom Design, aber dann das, was hier darunter steckt. 707, 707 PS, 900 Newtonmeter, 3,3 Sekunden von 0 auf 100. Und das Ding, wir können mal den Link zum Video nochmal einblenden, da hat es nämlich damals geregnet und auf Sardinien sind ja die Straßen recht kurvig und der Hobel geht aber mal sowas von quer. Dementsprechend werden wir jetzt halt heute wieder damit fahren, denn wir wollen natürlich auch schauen, 310 km/h Topspeed, wenn es natürlich die Straßenverhältnisse hergeben, schauen wir, ob hier dieser DBX 707 wirklich über 300 km/h läuft. Robert, bist du darauf motiviert? Das muss ich mir überlegen, ob ich da Bock drauf habe. Also bist du noch nicht sicher, ob du mitfahren willst? Nee, ich habe eh so einen schlechten Magen zur Zeit. So, ja. Also hast du da keine Lust mitzufahren. Aber du hättest da Platz da drinnen. Aber, ja, oder ist dir das schon wieder zu viel Platz? Willst eher eng kuscheln, oder wie? Kuscheln will ich immer. Wir schauen uns nämlich mal den Innenraum an, Leute. Weil das finde ich schon, das war immer so ein Thema bei Aston Martin. Die Dinger sahen echt geil aus, aber der Innenraum, die Technik ist alles extrem veraltet gewesen. Jetzt schauen wir uns hier das Ganze an, wenn wir allein hier schon mal schauen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir ihn nicht in einer anderen Farbe haben. Weil Aston Martin hat halt leider nur ein paar Autos zur Verfügung. Bisher, ich glaube, Kundenauslieferungen gibt es noch so gut wie gar nicht. Das ist auch wieder ein Pressefahrzeug von Sardinien. Eigentlich mehr oder weniger 1:1 dieselbe Ausstattung, wie ich ihn damals gefahren bin, in dem Blau. Ist halt sportlich, elegant. Das Ganze geht halt natürlich noch richtig böse. Aber wenn jetzt hier schaust. Und jetzt hier das ganze Leder verbaut, was halt geil ist. Hier schön Carbonara haben wir am Start. Geht hier hinten übrigens auch weiter. Sitze sind einfach ein Traum. In dem Schwarz, Blau, Weiß. Hier schön das ganze Carbon verbaut. Und dann, wenn wir auch hier schauen, was ich hier so geil finde, hier diese Mittelkonsole. Komplett in dem ganzen Carbon. Und dann kennen wir natürlich hier Infotainment. Ist eben Mercedes. Dasselbe, was hier da drunter steckt. Wie geht denn da? Ging denn da jetzt schon wieder die blöde Dings auf? Ah, jetzt reiße ich mir gleich meinen Rücken schon wieder auf. Du. Sag mal, da habe ich das, au, da habe ich es, aua. Da habe ich das letzte Mal schon so... Gefällt dir jetzt, oder? Ja, ja, ich schau dir gerne zu. Ich habe das letzte Mal da schon so einen riesen Struggle gehabt, wie da diese blöde Motorhaube aufging. Mach mal ganz kurz Cut. Ah, warte, ich glaube, die war... Ah, jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Ah, Geistesblitz. Die war auf der Beifahrerseite. Auf der Beifahrerseite? Ja, die war auf der Beifahrerseite. Wir sind auf die Schnapsidee gekommen. Ja, das ist... Ach, wahrscheinlich, weil es ein Rechtslenker eigentlich ist. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist englische Baukunde. Do you mind passing me a bottle of water? A what? A bottle of water. Ja, gut. Kann man jetzt positiv oder auch negativ auffassen, das Ganze? Positiv auch. Da habe ich auch noch mal so ein Struggle gehabt. Das ging auch irgendwo der Seite auf. 3 Stunden später. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf. Halbe Stunde später. Hast du es auch mal hinbekommen? Haben wir es jetzt auch mal hinbekommen? Was heißt denn wir, du? War hier, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Infotainment, Mercedes und das, was hier auch darunter steckt. Wir haben hier aus dem Bekannten, können einmal da nach hinten zoomen. Was? E63, ja nicht auf dem McLaren logischerweise. E oder C? Ja, der E. Ich denke mir gerade. Der E, wir haben doch hier keinen Saugermotor am Start. Siehst du nicht diese fetten Turbolader? Und zwar
Hier der bekannte V8 4,0 Liter Biturbomotor mit den schönen zwei Turboladern. Wir haben größere Lader am Start, deswegen die 707 PS, 900 Newtonmeter. Da ist wieder das Thema natürlich, warum nicht ein eigener S-Martin-Motor? Ganz ehrlich, wir haben hier eine Technik, die funktioniert einwandfrei. Und ich finde, ich habe es im letzten Video auch schon gesagt, ich finde diese Partnerschaft zwischen S-Martin und Mercedes-AMG wirklich gut. So, jetzt machen wir sie wieder zu. Das ging auf jeden Fall deutlich einfacher. So, wenn wir aber jetzt von hier vorne schauen, und das meinte ich mit elegant, wir können hier zum Beispiel diesen kompletten Kühlergrill in schwarz haben. Hier ist es jetzt in Chrom gehalten. Und auch genauso können wir auch ein komplettes Carbon-Paket nehmen. Bedeutet hier den kompletten Frontspoiler in Carbon. Wir haben hier zum Beispiel bei der Motorhaube, das finde ich eben diese kleinen Details, hier schön dezent in dem Carbon gehalten. Ich finde die Front geil, aber wenn wir weiter nach hinten gehen, da wird es umso geiler. Lass uns mal links rumgehen. Okay. Wir haben hier dann speziell entwickelte Pirelli P-Zero Reifen für den DBX 707. Eine schöne große Keramikbremse, die übrigens echt geil ist. Dann geht's weiter. Carbonspiegel hier schön in Carbon. Das können wir auch alles in Carbon haben. Aber jetzt, Leute, wie gesagt, ausführliches Video gibt es ja da dazu schon. Heute geht es ja wirklich darum, nochmal damit bei uns hier auf der Landstraße ein bisschen zu fahren und vor allem dann zu schauen, okay, wie ist der Komfort auf der Autobahn und vor allem auch dann Sportlichkeit, je nachdem, wie es von den Verkehrsverhältnissen geht. Aber jetzt hier hinten, das Heck. Und das finde ich einfach sowas von geil. Und der geilste Part für mich ist hier unten. Dieser Diffusor, wenn du, Robert, ja, schau mal bitte von der Seite. Und okay, das meine ich, wenn du mal zur Seite gehst. Ja. Du hast hier schön das Heck und dann dieser Diffusor, wie weit der hier dann nochmal raussteht. Dann diese Finnen hier noch da dazu. Und das sieht erstens nicht nur geil aus, sondern bringt natürlich auch Abtrieb das Ganze. Und ich würde es natürlich jetzt noch mehr feiern, denn wir können hier diesen kompletten Diffusor alles in komplett Carbon haben. Vielleicht finden wir irgendwo ein Bild, dann können wir das mal einblenden, weil das, finde ich, ist ein Muss hier bei dem Auto, kostet natürlich dementsprechend Aufpreis. Man muss sich überlegen, hier der Kübel, 240.000 Euro, ist nochmal 15.000 Euro mehr als der Urus und vor allem, wenn du dir das Ding halt ausstattest, kommst du halt easy auf über 300.000 Euro. Das ist schon wirklich eine Ansage, aber da musst du sagen, du hast aktuell den stärksten und schnellsten SUV auf der Welt, was serienmäßig angeht. Auch hier oben schön diese zusätzliche Finne in Carbon gehalten. Und eigentlich hättest du das doch alles erzählen können heute. Woher soll ich das denn wissen? Ja, du hast ja das letzte Video damals angeschaut. Ja. Und dann hast du das ja alles gemerkt, was ich da so für einen Schmarrn erzählt habe. Ich weiß, die Hälfte davon stimmt sowieso nicht. Ja, geht. Aber das könntest du ja noch mal nachforschen, weil da habe ich doch den schönen Stocktest gemacht, ob hier die Endrohre, ob die echt sind oder ob die fake sind. Sind die echt? Ja, sind hier, da, innen. Aber das müsst ihr doch alles gemerkt haben. Aber zum Beispiel auch das hier ist nicht fake gewesen, das ist alles echt gewesen. Hast du es nicht gemerkt? Nee. Nee, hast du echt gut aufgepasst. Dann würde ich sagen, Robert. Ja. Wir steigen ein, oder? Das überlegen wir nochmal. Wie überlegst du dir nochmal? Auf dem Weg zum Auto überlegen wir es nochmal. Auf dem Weg zum Auto, ja stimmt, das ist noch ziemlich weit. Dann würde ich sagen, Leute, ich steige auf jeden Fall schon mal ein. Ja, und entweder ist der Robert mit am Start oder ansonsten fahren wir einfach alleine. Ja, auf geht's. Viel Spaß, tschüss. Ja, die Anlage ist gut. Anlage kann was, ne? Ja. So, probieren wir es zum fünften Mal, oder? Was? Dass wir unterwegs sind im hier. Aston Martin ja, DBX 707. Ich schau mir hier das Panorama da an. Ist geil, ne? Riesig, Alter. Das hat was. Das hat richtig was. Ich habe nicht mehr so viele Fans in der Wohnung. Aber du hast schon deinen Sitz hier richtig auf Babo-mäßig eingestellt, oder? Was meinst denn du? Ja, Leute, also wir sind unterwegs hier im DBX 707. Ich bin ja das Ding schon auf Sardinien gefahren und jetzt sind wir hier auf deutschen Straßen unterwegs. Schön entspannt im GT-Modus. Wir haben hier nochmal ganz kurz die verschiedenen Fahrmodis, bedeutet GT, Sport, Sport Plus, dann Terrain. Was, Bruder? Und Individual. Was ich aber hier sehe zum Beispiel, und das habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt. Also ich meine, klar, natürlich, das Ding ist ein SUV, das Ding ist ordentlich schwer. Wie viel wiegt der, Robert? Fast so viel wie ich. Okay, ja, dementsprechend haben wir auch hier einen Verbrauch, ja, 725 Kilometer, knapp 17 Liter,
Das habe ich jetzt schon so über die letzten Tage festgestellt. Das ist schon, boah, das ist schon heavy, was das Ding hier verbraucht. Aber ich meine, auf der anderen Seite, wir haben V8-Motor, wir haben 707 PS. Das Ding ist schwer, ja. Aber da ist das ganz klar, dass wir natürlich hier dementsprechend einen Verbrauch haben. Wobei ich finde es halt immer wieder geil, wenn du in einem Auto sitzt, ja. Und das ist vor allem bei McLaren das Thema. Dass wenn du normal fährst, dann verbraucht der nichts, ja. Und erst dann, wenn du wirklich Gas gibst. Aber natürlich hier in so einem SUV ist das ein anderes Thema. Und unterm Strich haben wir 707 PS, 900 Newtonmeter am Start. Und es wird auch jetzt dann gleich auf die Autobahn gehen. Und dann werden wir mal schauen, wie das hier so durchbeschleunigt. Ja, Sardinien konnten wir ein bisschen feststellen, wie liegt der DBX so in den Kurven, wie ist die Beschleunigung. Aber hier wollen wir natürlich jetzt mal schauen, okay, auf der einen Seite, wie ist der Komfort auf der Autobahn, hier jetzt tiefenentspannt, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch mal sehen, okay, wie beschleunigt das Ganze durch, wie ist das Fahrverhalten. Aber auch hier nochmal, was ich ja so geil hier finde, ich finde, das ist das Geilste an dem Innenraum, ist hier. Diese Mittelkonsole komplett in diesen Carbon gezogen, dann hast du hier so viel Platz unten runter. Das Einzige ist, finde ich, hier mit dem Lenkrad, mir fehlt hier, fehlt mir diese Sporttaste, wo du hier das Ganze regeln musst. Ja, das ist wieder Meckern auf hohem Niveau. Vor allem eben, was Thema Komfort angeht, im Urus ist es halt wirklich so, willst du sportlich unterwegs sein oder willst du sehr sportlich unterwegs sein? Und hier hast du halt wirklich richtig diese Spreizung da zwischen Komfort, Sportlichkeit und dann wirklich sehr sportlich bedeutet, wir haben das ja schon auf Sardinien festgestellt, du kannst mit dem Kübel querfahren und in einem SUV, ja, du gehst in Sport Plus, dann machst du das ESB halb aus und der lässt dir bis zu 100% auf der Hinterachse zu. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier auch in den Sport Plus Modus. Wir machen hier mal ein bisschen wärmer, weil Robert, du bist mir heute nicht warm genug und es ein bisschen zu kalt hier, ne? Wir müssen uns ja erstmal aufwärmen, ne? Alter, Junge. Was ist denn jetzt los? Der hält sich hier gleich fest. Ich dachte, ich kann hier chillen, aber das ist ja alles andere gechillt. Ich bin entspannt doch. Wieder. Pirelli P-Zero Reifen. Alter. Sound ist echt geil. Das ist echt laut. Er knallt auch ein bisschen hinten raus. Und du merkst, ja, du hast diese AMG-Gene vom Sound her, 4 Liter V8 Biturbo-Motor, aber dann das Ganze, und das finde ich so geil, mit S-Marten verfeinert. Das finde ich, das ist vor allem in der heutigen Zeit, dass du serienmäßig noch so einen Klang hast, finde ich schon geil. Das hast du echt kaum mehr. Wäre das was für dich? Ja, da würde ich mich definitiv drin sehen, muss ich sagen. Sag mal, bist du bereit für die Kurve? Leider schon. Alter. Wieder. Fährst du denn hin? Joa, Vater, Alter. Das dürfte niemals möglich sein, sowas. Also, Alter, Junge. Nicht das Ernst. Wie das Ding liegt, zieht euch das mal rein. Über 110 km/h. Also, das ist schon wirklich ordentlich. So, direkt 200 haben wir hier drauf. Das ist schon, Junge, schon heftig, ne? Alter. Wie das Ding in den Kurven liegt, das dürfte niemals möglich sein. Robert, schau doch bitte mal noch mal kurz nach, was hier dieser DBX 707 wiegt. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Tut mir leid, dass ich da jetzt nicht so informiert bin. Das ist ja eigentlich dein Part, ne? Ja, du bist ja immer, du solltest ja immer bestens informiert sein. Sollte. Weil ich meine, Leute, wir sind gerade mit 110 km/h diese Kurve gefahren. Wenn ich mir vorstelle, GT3 RS, das geht minimal nur schneller. Das ist schon, die Kraftverteilung merkst du halt einfach mit dem Allrad. Das ist halt die optimale Verteilung. Und dann ist das auch hier mit so einem DBX, mit so einem SUV dann möglich, in der Kurve so sportlich unterwegs zu sein. Also, wir haben 4.950 Pfund, was umgerechnet 2.245 Kilogramm sind. Also knapp 2,3 Tonnen. Das ist eigentlich. Ja, schon ein bisschen. Ja, klar, aber es. Jetzt für den SUV. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte jetzt gedacht, er wär schwerer, weil wenn du schaust, so ein E63 wiegt auch über 2. Krass. Also, und für das, wir haben hier so ein riesen Auto. Das hältst du dich schon wieder fest. Wir geben doch überhaupt nicht Gas. Wir können das Fenster mal hier runter machen, können ein paar Gänge runterschalten, mal ganz leicht hier so.
Alter! Der Zaun ist am... Ach so, das war jetzt die Fehlzündung, oder was? Ja. Und das ist dann die Fehlzündung, die jetzt gerade gefehlt hat, oder wie? Die muss man manuell machen. Ah, okay, verstehe. Das war eine ordentliche Fehlzündung. Der Sound ist schon... Der Sound ist echt gut. Und übrigens, die Pedals... Nicht Plastik oder irgendwas. Was ist das für ein Material, Robert? Platin wie die Karte. Ja, genau, so sieht's aus. Also, da merkst du, Aston Martin-Qualität, alles sehr hochwertig, das ganze Innenraum. On top. Natürlich, klar, wie jetzt hier der Blinker. Ja, ist halt wie in der E-Klasse. Das ist halt wie der Mercedes. Aber Leute, für mich persönlich, ich finde es nicht schlimm. Es ist für mich in Ordnung. Es ist für mich in Ordnung. Es wäre jetzt was anderes, wenn es jetzt halt von, keine Ahnung, Dacia oder sonst irgendwas wäre. Das wäre dann, da würde ich mich dann schon ein bisschen fragen. Bei dem Preis, weil ich meine, wenn wir das Ding hier ausstatten, reden wir halt nun mal von über 300.000 Euro. Aber nochmal, wir haben hier Mercedes-Technik verbaut, ja, der Mercedes-Motor, wir haben hier das Infotainment, das ist das Einzige, das finde ich, da hätten sie wenigstens das neue System von Mercedes verbauen können, weil das ist von mir, von der E-Klasse und ich meine, der ist mittlerweile auch ein bisschen, der ist nicht in die Jahre gekommen, ja, aber hier, das ist ein komplett neues Auto auf dem Markt, da hätte man schon was machen können noch, aber gut, ich meine, viel wichtiger für mich ist hier, wenn wir hier wieder in die Kurve gehen, dass hier halt einfach Sportlichkeit am Start ist, ja? Alter! Das ist halt schon... Und schau mal, wie stabil der liegt! Voll! Der bricht auch nicht auch nur ansatzweise irgendwie aus. Also da merkst du, dass wir noch 0,0 am Limit fahren. Würden wir sowieso nicht machen, weil wir hier auf der Straße unterwegs sind und nicht auf der Rennstrecke. Aber so ein bisschen so dieses Herantasten, und dann merkst du halt einfach, 0,0 das Limit bisher da. Das ist so krass. Ich würde sagen, jetzt da vorne, jetzt machen wir einen richtigen Tunnel Run. Das war ja nur, das ja. War ja nur easy. Okay. Und diesmal bist du ready, oder? Ja, ich bin immer ready. Okay, weißt sehr gut. So. Das ist oben gesehen. Dritter. Zweiter. Alter. Ja, das war die Fehlzündung. Werde abwarten. Der Punch da ist. Was war denn da oben, Robert? Da war ein Panzer. Panzer? Ich schwöre, da war ein Panzer. Also ich weiß ja nicht, was du so siehst. Ich schwör's dir. Allein hier aus dem vierten raus, wie das Ding dann oben rum zum Schieben anfängt. Okay, Toyota, das ist... Er ist mutig. Ja, ein wenig. Er ist mutig. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Abstand lassen. Safety first an erster Stelle und dann, wenn dann freie Fahrt ist, dann können wir Gas geben. Dementsprechend hier, ja, das Ding läuft anscheinend 310 km/h, aber wir müssen jetzt schauen, je nachdem, wie es sich vom Verkehr ergibt, können wir das Ganze jetzt dann auch fahren. Schauen wir einfach, oder? Ja. Ansonsten musst du halt fahren. Ja. Und ich steige aus. Ich darf das, ich habe ja einen polnischen Führerschein. Ja, eben, deswegen. Und vor allem, wie stabil er halt eben liegt. So, 200, 230, 250, 270, 180. Krass, heftig. Allein das waren jetzt schon 280. Das nicht vergessen, das nicht vergessen. Also ich meine, klar, jetzt oben rum nimmt er dir da ein bisschen die Geschwindigkeit weg, aber wir sitzen in einem SUV. Ja. Und das muss dir immer wieder klar werden. Und 2,2, 2,3 Tonnen, das ist schon echt ordentlich, wie das Ding durchmarschiert. Schauen wir mal den Verbrauch hier nochmal an. Ja, ist okay. 26 jetzt. Jetzt sind wir sogar gleich unter 26. Oh, das ist ja schon fast sparsam. Verbrauch ist schon happig.
Schon happig, ja. Mich wundert es eigentlich, warum der keine Zylinderabschaltung hat. Also glaube ich zumindest nicht. Weil ich habe ja bei mir im E63 Zylinderabschaltung. Ist derselbe Motor. Warum ist das hier deaktiviert? Weil da könntest du halt schon ein bisschen Sprit einsparen. Wir können ja nicht einfach alles übernehmen. Oder? Alter, Holzfahrräder, bist du deppert. Ja, das hält mich nicht aus. Alter. Das bricht bei mir zusammen. Hey, einfach ein Fahrrad aus Holz, was ist denn mit dem Typen Fahrrad? Alter Schwede. Kurz ein Code. Alter Schwede. Hallo. Das ist mein Schlüssel. Für was? Für meinen Supercar. Okay, welches? Ja, es hat den gleichen Schlüssel wie der Bugatti. Ah ja, stimmt. So, Robert. Ja. Bist du bereit für eine 0 auf 100 Messung? Ja, auf jeden Fall. Wir gehen hier in den Sport Plus Modus. Und jetzt schauen wir mal, 3,3 Sekunden werden wir da hinkommen. Oder wird es sogar ein bisschen schneller sein? Also, linker Fuß auf die Bremse, rechter Fuß aufs Gas, Race Start und los geht's. Alter! Boah. Boah. Direkt 100. Wie das reinzieht in den Kopf. Was sagt er? 3,34. Hä? 3,34. Alter Schwede. Ja, hast du es nicht gemerkt, wie das in den Kopf reinzieht? Ja, bei mir auf jeden Fall. Aber also das kommt ganz genau hin. 3,3 Sekunden. Aber ich würde sagen, wir machen noch mal einen. Wir machen jetzt das ESP mal halb aus. Aber jetzt darfst du halt nicht vergessen, wir sitzen in einem SUV. Das ist schon krank. Das ist halt echt heftig. So, machen wir hier das ESP halb aus. Einmal drauf gedrückt. Und damit, Leute, könnte man theoretisch schon recht gut querfahren. Robert? Also querfahren, ja, mach mal. Nee, das machen wir jetzt nicht. Okay, wir sind nicht auf einer Rennstrecke, wir sind auf einer öffentlichen Straße. Verstehst du? Ja, das weiß ich. Gut, das hier ist Privatstraße, also theoretisch wäre das möglich. Aber das machen wir heute nicht, sondern wir wollen jetzt nochmal schauen, 0 auf 100 Messung. Also linker Fuß auf die Bremse, rechter Fuß aufs Gas, 4000 Touren und los geht's. Boah, Alter Schwede. Abnormal. Und waren wir schneller oder langsamer? Nur ein wenig schneller. 3,35. Das ist langsamer. Wir hatten davor 3,34. Meine ich. Ja, finde ich echt gut, Robert. Also okay, Leute, wir kommen da auf jeden Fall hin. 3,3 Sekunden. Vielleicht bei den optimalen Bedingungen. Und ohne mich. Und das stimmt, das kommt dazu, weil jetzt kommen wieder die Kommentare, wird Sicherheit wieder. Ja, wenn der Robert nicht mitfahren würde, dann wären wir mit Sicherheit wieder schneller. Ja, das macht nur den Unterschied, wenn ich nicht mitfahren würde. Vielleicht soll ich mal aussteigen und du fährst einfach. Ja, können wir auch machen. Aber heute nicht. Ich will, dass das Auto noch ganz bleibt. Ach so. Das Teil schiebt so unendlich, das ist krass. Das ist für ein scheiß SUV, checkst du das? So, 270. 280, 290. Das hier nach vorne. Wieder. Bist du bescheuert? 304 in einem SUV. DBX 707. Und da ist immer noch Luft. Da ist immer noch Luft, aber jetzt war hier gerade komplett frei. Hier ist wieder Verkehr gekommen. Dementsprechend haben wir runtergebremst. Brutal. Alter. Brutal. Alter, das ist schon echt heftig. Das ist Wahnsinn. Und dann auch gerade die Bremse. Das war ja jetzt halt schon ein bisschen fester, ja, aber jetzt noch gar nichts. Ja, ja. Wie die verzögert. Alter Schwede. Aber Leute, wir sind gerade über 300 km/h in einem SUV hier in dem Aston Martin DBX 707 gefahren. Einfach nur heftig. Also für einen SUV ist das schon geistesgestört. Da muss man jetzt wirklich ernsthaft sagen, was hier Aston Martin an Arbeit geleistet hat. Ich bin das Auto schon auf Sardinien gefahren und war da schon begeistert, wie entspannt sich das Ganze fahren lässt, aber auf der anderen Seite, wie sportlich sich das Ganze in den Kurven fahren lässt, wo du sagst, das hat doch nichts mehr mit einem SUV zu tun. Aber jetzt hier gerade auf der Autobahn, diese Spreizung zwischen Komfort und dann diese Sportlichkeit, diese Schnelligkeit, ich bin noch nie
sowas in der Richtung gefahren. Und für mich persönlich, geiler ist der Urus. Ja. Muss ich klipp und klar sagen, weil du hier einfach diese den Komfort gegeben hast, aber auf der anderen Seite die Sportlichkeit. Und das Ding versenkt aber mal auf der Geraden den Urus sowas von. Genau, da gibt es ja mittlerweile schon hier und da Track Race Videos. Also echt, echt heftig. S-Martin, sehr geile Arbeit. Was meint ihr, Leute? Braucht der Robert einen neuen Daily? Ja, ich bitte drum. Soll es der DBX 707 werden? Ja. Oder soll er lieber einfach weiter in dem Golf fahren? Nein, das ist ja meine nicht würdig. Weißt du, wie ich meine? Okay, dann würde ich sagen, wir beenden hier das Video. Ja. Ich hoffe, Leute, euch hat das Video gefallen. Wir machen hier jetzt nochmal das Fenster auf und wir genießen hier den schönen V8 Biturbo-Motor. Und dann, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video wieder.